Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. Sorry, I have a little bit of a delay. This week was a little hectic for various reasons, but we are back. And when you think that being a 1 or a 2 is not enough to practice your German language comprehension, you are very wrong. We will continue with Ruby and Karim. We will listen twice, once without questions, once with questions, talk about the answers and read together. So while Karim is in school, struggling with hunger, with new people, with school stuff, Ruby is in her office, still working, feeling maybe a bit homesick and going through the day. This is what we will continue now. So let's start. Wir hören den Text. Ruby, hast du deinen Plan für nächste Woche schon gemacht? Ruby schaut nach oben. Beate steht wieder an ihrem Arbeitsplatz. In ihrer Hand hält sie zwei Zettel. Nein, noch nicht. Ist das für mich? Danke. Bitte. Ich werde wahrscheinlich Donnerstag nicht kommen. Wieso? Hast du eine Prüfung am Freitag? Nein, zum Glück nicht. Ich fahre aber Freitag sehr früh mit dem Zug nach Hause. Ach so, schön. Wann kommst du zurück? Sonntagabend bin ich wieder da. Ich trage mich für Montag bis Mittwoch ein. Und du? Weiß ich noch nicht. Ich muss erst in meinen Kalender schauen. Ruby holt ihren Kalender raus. Sie liest ihre Notizen. Die Arbeitsschichten sind früh von 9 Uhr bis 15 Uhr. Die Nachmittagsschichten sind von 16 Uhr bis 20 Uhr. Montag hat Ruby eine Vorlesung um 10 Uhr. Deswegen kann sie nur nachmittags eine Schicht machen. Mittwoch auch. Aber Dienstag und Freitag kann sie auch am Vormittag arbeiten. Donnerstag hat sie keine Uni. Soll ich Donnerstag eine Doppelschicht machen? Fragt sie sich laut. Eine Doppelschicht? Willst du so viele Stunden arbeiten? Naja, wieso nicht? Mehr Geld schadet nicht. Beate nickt. Na, viel Glück. Unterschreib deinen Plan, dann bringe ich ihn vor zur Chefin. Ich komme mit. Ich will sowieso einen Kaffee kochen. Ruby füllt den Plan aus und unterschreibt ihn. Sie steht auf und nimmt ihre Kaffeetasse. Dein zweiter Kaffee? Es ist nur 11 Uhr. Kaffee muss einfach sein. Beate lacht. Am Donnerstag brauchst du 5 Tassen Kaffee. Wir hören den Text. Beantwortet folgende Fragen. Freitag hat Beate eine Prüfung. Richtig oder falsch? Wann kann Ruby eine Frühschicht machen? Ruby macht am Donnerstag eine Doppelschicht. Richtig oder falsch? Ruby, hast du deinen Plan für nächste Woche schon gemacht? Ruby schaut nach oben. Beate steht wieder an ihrem Arbeitsplatz. In ihrer Hand hält sie zwei Zettel. Nein, noch nicht. Ist das für mich? Danke. Bitte. Ich werde wahrscheinlich Donnerstag nicht kommen. Wieso? Hast du eine Prüfung am Freitag? Nein, zum Glück nicht. Ich fahre aber Freitag sehr früh mit dem Zug nach Hause. Ach so, schön. Wann kommst du zurück? Sonntagabend bin ich wieder da. Ich trage mich für Montag bis Mittwoch ein. Und du? Weiß ich noch nicht. Ich muss erst in meinen Kalender schauen. Ruby holt ihren Kalender raus. Sie liest ihre Notizen.
Die Arbeitsschichten sind früh von 9 Uhr bis 15 Uhr. Die Nachmittagsschichten sind von 16 Uhr bis 20 Uhr. Montag hat Ruby eine Vorlesung um 10 Uhr. Deswegen kann sie nur nachmittags eine Schicht machen. Mittwoch auch. Aber Dienstag und Freitag kann sie auch am Vormittag arbeiten. Donnerstag hat sie keine Uni. Soll ich Donnerstag eine Doppelschicht machen? Fragt sie sich laut. Eine Doppelschicht? Willst du so viele Stunden arbeiten? Naja, wieso nicht? Mehr Geld schadet nicht. Beate nickt. Na, viel Glück. Unterschreib deinen Plan, dann bringe ich ihn vor zur Chefin. Ich komme mit. Ich will sowieso einen Kaffee kochen. Ruby füllt den Plan aus und unterschreibt ihn. Sie steht auf und nimmt ihre Kaffeetasse. Dein zweiter Kaffee? Es ist nur 11 Uhr. Kaffee muss einfach sein. Beate lacht. Am Donnerstag brauchst du 5 Tassen Kaffee. Wir schauen die Lösungen an. If you have searched before, you might be familiar with the fact that there are not many A1 or A2 exercises online, which cover the whole comprehension rank. So this whole concept is designed, didacticized, written, illustrated, recorded, and edited by one person, which is me. You can support my work in this channel, of course, by watching and sharing, liking, and by subscribing and clicking on the bell notification. Other ways to support me are available, but please do not feel obligated to do that. You being here learning with me is more than enough. More about that you will find in the info box. Thank you for supporting this channel and learning with me. Freitag hat Beate eine Prüfung. Richtig oder falsch? Falsch. Beate fährt am Freitag nach Hause. Wann kann Ruby eine Frühschicht machen? Ruby kann nächste Woche Dienstag, Donnerstag und Freitag eine Frühschicht machen. Ruby macht am Donnerstag eine Doppelschicht. Richtig oder falsch? Richtig. Ruby arbeitet 2 Schichten am Donnerstag. Wir lesen zusammen. This is the part where I also speak English and we will talk about every sentence step by step. Ruby, hast du deinen Plan für nächste Woche schon gemacht? Here we have a nice perfect tense of the past. Gemacht haben. We have it here. Hast, gemacht, did you do or have you done in English? So have you done your plan, deinen, Akkusativ, for, nächste Woche, next week, schon gemacht, schon in this case means already. Ruby schaut nach oben. This is not the easiest sentence. The words are easy, but this direction expression is not A1 actually, but it's not so hard. Ruby looks, so we have subject verb, nach is another preposition like für and means towards. Ich fahre nach Berlin. I'm driving towards or to Berlin, for example. Towards, and then we have oben. Oben means up. So it means Ruby looks up. Beate steht wieder an ihrem Arbeitsplatz. Beate stands again, wieder is again, an ihrem Arbeitsplatz. An, another preposition, it's at. And now we have ihrem. I told you before, this M is a beautiful indication that we have dative. Do not rely on that, it's not always an M, but it always helps. So, Beate stands again at her working space or desk or whatever you want to say. In ihrer Hand hält sie 2 Zettel. The subject is not the beginning of the sentence, but it is she. For emphasis reasons, we put something in front. So, sie hält, she holds,
in her hand, in ihrer Hand. Dative again, in another preposition. Today we learn many prepositions, it seems like. Which is in? In her hand, she holds two papers. Der Zettel, the paper, the document, the note. It can mean a lot of things. Nein, noch nicht. No, not yet. Ist das für mich? Is that for me? Here we have für, like in the first line. And again, accusative, but this time it's a personal pronoun in accusative. Ich became mich. Is that for me? Danke, thank you. Bitte, you're welcome. Ich werde wahrscheinlich Donnerstag nicht kommen. Here we have a future aspect. It's really easy, but not A-level. Werde kommen, it's similar to English. Werde as a full verb means to become. To become. Sie wird Lehrerin. She becomes a teacher. Sie möchte YouTuber werden. She wants to become a YouTuber. But here in this combination, with a verb in infinitive at the end, it means will do something, future. So she says, I will not come Thursday. Wahrscheinlich means most likely. Wieso? Hast du eine Prüfung am Freitag? Wieso means why? Do you have an exam on Friday? Here we have a nice question without a question word. So we have a verb and the subject. Nein, zum Glück nicht. No, luckily not. Zum Glück means luckily. We have other expressions for that, but it's also really common. Ich fahre aber Freitag sehr früh mit dem Zug nach Hause. I drive, but, this is an emphasis position, on Friday, very early, with the train home. Again, prepositions, it's the topic of the day. Mit, with, needs dative. Mit dem Zug, mit dem Auto, with the car, and so on. Nach Hause, towards home, back home. Ach so, schön. Wann kommst du zurück? Ah, I see. Ach so is a saying in German. If we realize something, if we understand something. Ah, got it. Schön, nice. When are you coming back? Wann kommst du zurück? We have the question word, the verb, and the subject. When are you coming back? Sonntagabend bin ich wieder da. Sunday evening, I will be back again. Wieder, like here, again. Ich trage mich für Montag bis Mittwoch ein. This is a little tricky. This is definitely not an A1 thing. But ich trage mich ein. We have an opening verb. Eintragen means to enter your name, to log in. It can mean if you say it in an Eintragen by itself means like to put in, but it can also mean to enter your name, to list something, stuff like that, to fill out, many meanings. But actually it means to put something on paper. But now she puts herself on paper. Therefore, we have here a reflection. Subject, object is the same. This is what we call reflexiv. I put myself for Monday until Wednesday. I will enter myself from this day to this day. This is what it means. Und du? And you? Weiß ich noch nicht. Ich muss erst in meinen Kalender schauen. I don't know yet. Weiß ich noch nicht is a typical German expression. The correct way, as you learn it in school, of course this is also correct, would be ich weiß noch nicht. It would be reversed. But weiß ich noch nicht sounds really German. I must first or firstly look into my calendar. In meinen Kalender. Ruby holt ihren Kalender raus. We have an opening verb.
rausholen means to take something out of something. And of course, now it makes sense. Ruby pulls out or takes out her calendar. Sie liest ihre Notizen. She reads her notes. Now we have a lot of text with many hours and days. This was kind of the exercise I was aiming for. So let's read. Die Arbeitsschichten sind früh von 9 Uhr bis 15 Uhr. The shifts at work, we have Arbeit, the work. Die Schicht ist the shift, I think in English. Are in the morning from 9 o'clock until 3 o'clock. Die Nachmittagsschichten sind von 16 Uhr bis 20 Uhr. The afternoon shifts or evening shifts in English makes more sense are from 4 p.m. until 8 p.m. Of course, you can also say many things in front of Schicht. I can show you. We can say die Abendschicht, the evening shift, Abendschicht. We can say die Morgenschicht, the morning shift, Morgenschicht. We can also say Vormittagsschicht, Vormittagsschicht. Yeah, this is like not morning, but it's like the AM shift, if you want it like that. We can also say Mittagsschicht, it's the noon shift. We can say many things. Depends how the workplace calls it. So, next line. Montag hat Ruby eine Vorlesung um 10 Uhr. Deswegen kann sie nur nachmittags eine Schicht machen. On Monday, Ruby has a seminar or a lecture, if you want, at 10 o'clock. Deswegen is a nice connection word. It means that's why. And it needs the subject-verb exchange. We have the verb first and then the subject. That's why she can only, in the afternoon, make a shift. Kann machen. Why is the verb at the end? Because we have here a modal verb, a helping verb, sometimes I call it. She can only have a shift or make a shift in the afternoon. Mittwoch auch. Wednesday as well. Aber Dienstag und Freitag kann sie auch am Vormittag arbeiten. But Tuesday and Friday, she can also work in the morning. But Tuesday and Friday, she can also work during the day. Donnerstag hat sie keine Uni. Thursday, she has no university. Here we have something we talked about. Keine plus a noun makes it no of something. No siblings, no money, no school. Sie hat keine Uni. She has no school. Soll ich Donnerstag eine Doppelschicht machen? Fragt sie sich laut. Soll machen. Should I make a double shift on Thursday? She asks herself, sich. This is again a reflection. We could also say, fragt sie laut. She asks loudly. But it's more common to say she asks herself in a loud manner, like loud thinking. Fragt sie sich laut. She's asking herself loudly. Eine Doppelschicht? A double shift? Willst du so viele Stunden arbeiten? Do you want to work so many hours? Again, modal verb. Verb 2 is at the end in infinitive. Naja, wieso nicht? Mehr Geld schadet nicht. The first part is like, well, why not? Wieso nicht? Mehr Geld schadet nicht. Schaden by itself is a verb, of course, and means to harm. For example, smoking harms your health or stuff like that. You can use it for that. But here, of course, something does not harm. More money doesn't harm. This is a saying what we can use to express. It's not a bad thing, actually. So more money wouldn't be so bad, she says. Beate nickt. Nicken, we had it before, to nod. But to be honest, in English, I think it's better to say that she agrees, right? She shakes her head, agreeing. Na, viel Glück. Well, good luck. As you can see, the Germans really like their na. We have na ja, we have na. If you don't understand what it means and you want like some advice on that, leave it in the comments below. So she's like, well, good luck. She's being a little bit sarcastic, of course. Unterschreib deinen Plan.
Dann bringe ich ihn vor zur Chefin. Unterschreiben means to sign. And this grammar is giving an order, imperative. If you don't know this one, you can watch my grammar course A1. Sign your plan. Then, dann, then or afterwards. And again, we have verb subject because of the connection in the beginning. Then I bring it, the plan became it, but an accusative. Of course, in German, der Plan is male. Der Plan, er, in Akkusativ, ihn. Vor zur Chefin, to the supervisor or chef or boss. So sign your plan, then I will bring it to the boss in front. This kind of for just implies that you have to walk to another place. So they're working in the back and in the front, there is maybe the office or the place for the supervisor. Ich komme mit. I come with you. Mitkommen is an opening verb, but we have no object in the middle, in this case at least, so it's not really obvious. But if there would be another word, for example, ich komme auch mit. I will also come. Then you will see. Mitkommen opens up and mit is at the end. Ich will sowieso einen Kaffee kochen. I want to cook a coffee or make a coffee anyway. Sowieso means anyway. Another word for anyway, by the way, is eh. Really short and really handy also. Ruby füllt den Plan aus und unterschreibt ihn. Again, an opening verb, ausfüllen, to fill out. Ruby fills out the plan and signs it. In English it, in German male. Sie steht auf und nimmt ihre Kaffeetasse. She stands up, another opening verb, and takes her coffee mug. Dein zweiter Kaffee, your second coffee, es ist nur 11 Uhr. It's only 11 o'clock. Kaffee muss einfach sein. This is an expression, no need to see the grammar behind it, but it means Kaffee must just be, muss sein, it must be. Beate lacht, Beate is laughing. Am Donnerstag brauchst du 5 Tassen Kaffee. On Thursday, am, Dativ, an dem it means, you will need, brauchst du, 5 cups of coffee. And why? Because Ruby decided to work a double shift. This is it for today. I hope you enjoyed it. It helped you. Even if there's like 2 or 3 things that you didn't know, it's a success, I hope. And if you have questions or you want to say something and also practice your writing, leave it in the comments below. Just for helping you a little bit, I have a question. Habt ihr schon mal Schichtarbeit gemacht? Looking forward to your answers. If you want to answer, no pressure. Thank you so much for your support. You can follow me on Instagram and also in my own Facebook group. I hope I see you there. Have a great week. Stay safe. Yeah, and peace.